In unserer Serie Landwirtschaft geht es heute um eine ganz besondere und ganz besonders gesunde Beere, um steirischen Holunder. 9000 Tonnen sind heuer geerntet worden, 97% der vitaminreichen Beeren werden exportiert, berichtet Bettina Zeyertz. Ein schöner Holler. Wenn Hannes Jöpsel so etwas sagt, dann meint er nicht, dass gerade irgendwo ein Schmarren passiert ist, sondern er redet von seinen Holunderbeeren. Hannes, wie viel Holunder baut ihr denn hier an in Wies? Ja, auf unserem Betrieb haben wir ca. 6 Hektar vom steirischen Edelholunder. In der Region Wies-Eibiswald haben wir ca. 32, 33 Hektar. Nirgends sonst wird so viel Holunder angebaut wie in der Steiermark. 1200 Hektar sind es insgesamt und seit den 70er Jahren floriert der Hollerbuschen in der Steiermark. Der Holunder oder Sambucus ist eine der ältesten und wertvollsten Heilpflanzen in unseren Breitengraden. Vor dem Verzehr muss er aber erhitzt werden. Hannes, könnt ihr jetzt die Holunderbeeren eigentlich auch direkt gleich vom Baum oder von der Stauden essen? Naja, das würde ich eher nicht empfehlen. Im Holunder drinnen sind natürliche Abwehrstoffe, die die Schädlinge ein bisschen vom Naschen abhalten sollen. Und die machen sie eigentlich für den menschlichen Verzehr schwer bekömmlich. Aber eins möchte ich schon wissen, Hannes, wie kriege ich denn diese Farbe jetzt wieder runter von meinen Händen? Ja, eigentlich ist es ja eine wunderschöne natürliche Farbe. Aber wenn man es wegkommen will, geht es am leichtesten mit einer Zitrone. Die Zitronensäure da drinnen, die neutralisiert es wieder und das geht dann leicht ab. Doch auf genau diese intensive Farbe hat man es abgesehen bei der Firma Bärenfrost in Liebach. Die gesamte Ernte von 150 Bauern, von Eibiswald bis zum Seewinkel, wird hier weiterverarbeitet. Was mir aufgefallen ist, es ist irgendwie sehr kühl hier. Der Holunder ist offensichtlich sehr sensibel, wenn er unterwegs ist, wenn er transportiert wird. Also wir glauben, dass wir nicht nur Weltmarktführer beim Holunderanbau sind, sondern auch Qualitätsführer. Und da ist es ganz wichtig im Sinne der Qualitätssicherung, dass man rasch eine Kühlung herbeiführt. Unsere Holunderbauern ernten tagfrisch, liefern an 22 Übernahmestellen am Abend an und spätestens nach 7 Stunden sind wir mit dem Holunder aus ganz Österreich hier in Liebach. Derzeit herrscht Hochbetrieb. 9000 Tonnen von dieser dunkelroten Frucht werden sukzessive auf frostige minus 22 bis minus 28 Grad hinuntergekühlt. Die Lagerkapazität beträgt 94.000 Kubikmeter. Sie ist ganz schwer vorzustellen. Am einfachsten ist es vielleicht, wenn man sieht, eine LKW-Kolonne von 20 Kilometer hintereinander, alles beladen, alles 40 Tonnen. Das ist ungefähr das, was wir praktisch am Ernteende in unseren Häusern haben. Von Liebach aus geht die Reise des Holunders weiter in die ganze Welt. Holunder findet man in Pharmazieprodukten und in der Naturkosmetik. Der Großteil wird aber getrunken oder für die natürliche Lebensmittelfärbung gebraucht. Was wäre ein deutsches Gummibärli ohne die steirischen Holunderbauern? Das ist ein klassisches Beispiel, ist zwar ein deutsches Bärchen, aber die Farbe und wenn man so sagen will, das Blut ist aus der Steiermark. Und nebenbei ist der Holunder voll von Vitaminen und wirkt antibakteriell. Bärenstarke Medizin also vor unserer Haustür.